Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Im letzten Video haben wir diese Kakteen getopft, also die Stecklinge, also die so Opuntienohren. Und in diesem Video topfen wir diese Stecklinge. Was das genau für eine Sorte ist oder Art von Kaktus, kann ich euch nicht sagen. Die sind von einer Pflanze, wo ich mal vor zig Jahren von der Nachbarin auch so ein Steckling gekriegt habe. Genau. Und die Kakteenkenner unter euch sagen jetzt wieder, das hier ist das total falsche Substrat. Da könntet ihr recht haben, weil die meisten Kakteen eher mineralisches Substrat haben möchten. Aber ich habe gerade bei den Opuntien hier und auch bei diesen Stecklingen gute Erfahrungen mit einfacher Blumenerde gemacht. Deswegen werden die jetzt erstmal, weil ich auch gar nichts anderes da habe, in diese Blumenerde getopft. Und da fangen wir jetzt mal an. Also da die unten sehr zylindrisch sind, pulen wir einfach nur ein Loch hier rein. Ein bisschen größeres. Stecken das da rein. Dann drücken wir das natürlich an. Und dann haben wir schon den ersten Steckling davon getopft. Das machen wir auch mit dem zweiten. Da sind nicht ganz so viele Wurzeln dran. Auch den setzen wir jetzt hier in die Erde. Also ich handhabe das so, dass ich meine Kakteen alle 2 Wochen gieße. Beziehungsweise, wenn die natürlich eher, das kommt dann immer drauf an, wie nass das Substrat ist. Deswegen nehme ich eben kein rein mineralisches Substrat, genau. Da kommt es halt immer drauf an, wie feucht das Substrat ist. Also wie gesagt, ich tue es meistens alle 2 Wochen gießen. Rein theoretisch sollte man die Kakteen zwar nicht, wenn man die Stecklinge getopft hat. Naja, egal. Wir gießen das dann noch an und genau. Und hat euch dieses Video gefallen, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst die Glocke läuten und hier an der Seite seht ihr dann noch Videovorschläge. Könnt ihr auch mal draufklicken, wenn sie euch zusagen.